Kommen wir wieder zurück zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic und wir wollen weiter questen. Ja, hier sehe ich gerade momentan nichts. Jetzt! Ich muss da oder da hin. Hallo, warum deckst du das nicht auf? Jetzt! Ist der gefährlich? Hallo? Okay, du bist nicht gefährlich. Zum Außenposten. Wollen wir mal gucken, wie stark die sind. Das waren Lachnummern. Oh Leute, das sind doch keine Fahrstühle. Ja gut, muss ich irgendwas dazu sagen? Ich glaube nicht. Tja, du hättest mich nicht scannen dürfen. Schalte die Truppen beim Außenposten aus. Mehr nicht? Okay. Hier gibt es gleich zwei auf einmal, dann nutzen wir die natürlich. So, achte noch. Korrigiere 5. Aber wo muss ich da jetzt genau hin? Ich muss nach da unten. Vierer noch. Hier kommen wieder Dreier. Einer noch. Die haben wir da unten. So, das hast du davon, du Dulli.
Was war das? Oh ja. Jetzt müssen wir da rein. Okay, die werden wieder etwas stärker sein. Feuerstern. Warte mal, ich muss nach da. Da renne ich doch hier lang. Sage mal, hallo? Sag mal! Was ist jetzt davon? Immer dieses Weggeschubse. Die drei? Oder die vier? Der dort hat einen Stern. Was waren Atem de Dingsbums? Wir kämpfen gegen die hier. Reicht's aber hier? Hast du jetzt davon? Ich mag dieses Weggeschubse nicht. Gleich geht's besser. Hier sind mir ein bisschen zu viele. Sag mal! So, General, du bist dran. So,
Ultraleichte Blastertech, Abzug, Peilsender, okay. Was? Ich muss noch mehr scannen. Scanne die Koordinaten von... Ah, okay, da muss ich wieder raus. Läuft. Die sind ja noch alle down zum Glück. Drei. Ist irgendwo da oben. Hallo? So geht's auch. Betritt den Kontrollturm. Wow, ich müsste vielleicht mal die Quest so machen, dass ich die hier an der Seite von oben nach unten abarbeite und nicht von unten nach oben. Oh, komm schon. Ihr habt mich nicht gesehen.
Geschichte gehört. Laserfeuer vom Himmel, Schildgeneratoren stehen in Flammen. Operation Feuerstern ist dank euch wahr geworden. Danke, danke. Jetzt müssen wir dorthin. Wir wollen ja erstmal die ganzen Nebenquests machen, aber vorher... Was haben wir denn hier drin? Och, komm schon. Effizient Zündfertigung, Raumjägerbelohnungen. Operationsbelohnung, Flashpoint-Belohnung. So. Denn wir haben noch einige Raumschlachten zu schlagen. Da lang? Ja, so ähnlich. Oh, schöner Gleiter. Da lang? Nein. Gibt's hier wieder irgendwo Erze? Das würde mich mal interessieren. Wow, das sind wieder Männekicken. Haha! Sammelt die Wett das eigentlich auch ein? Das würde mich mal interessieren. Müsste aber eigentlich, sonst hätten wir ja nicht so viel Stuff davon. Track, nee, zu dem wollen wir nicht. Wir wollen da lang. Weiter? Was geht hier vor? Ach, schon wieder Malges. Und tschüss. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Lesen Sie wohl. Das war schon wieder der Malges. Ich müsste irgendwie da runter. Müssen wir ja doch das Ding hier nehmen. Dahin bitte. Reiseroute bestätigt. So, jetzt haben wir hier auch alles aufgedeckt. Sehr nice. Irgendwo hier hinten war das. Da komme ich nicht rein.
würde ich im Leben nicht arbeiten wollen. Ja, freu dich. Diese verdammten Balmoraner haben keine Ahnung, was gut für sie ist. Sie hätten vor Dankbarkeit auf die Knie gehen sollen, als wir ihnen am Anfang anboten, ihnen den Ruhm des Imperiums zuteilwerden zu lassen. Was geht hier vor? Letzte Woche haben diese erbärmlichen Rebellen es geschafft, die Verteidigungsgeschütze rund um Sobrek umzuprogrammieren und auf imperiale Truppen zu richten. Die Ingenieure, die ich geschickt habe, um sie zu reparieren, wurden abgeschlachtet. Meine letzte Hoffnung ist es, jemanden zu finden, der sich den Rebellen und den Geschützen selbst entgegenstellt, um sie zu reparieren. Und was habe ich davon? Ich habe meine besten Ingenieure an diese Bedrohung verloren. Wenn ihr sie abwendet, bekommt ihr alles, was ich ihnen bezahlt hätte. Die Geschütze sind in der Umgebung der Stadt verteilt und werden streng von Rebellenspionen bewacht. Ihr werdet das brauchen, um ihre Verteidigung zu deaktivieren. Und dann müsst ihr diesen Code hochladen, damit wir wieder die richtigen Ziele programmieren können. Diese Rebellen werden für ihre Unverschämtheit mit dem Leben bezahlen. Ja, moin. Da gibt's noch eine Etage, aber da oben scheint nichts zu sein. Also gehen wir. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Da. Wow. Ist ja ein ganzes Stück weg, würde ich sagen. Ach nö, es geht. Das geht ja noch. Ach, hier ist der. Da ist ja noch was. Wow. Hier waren wir doch schon mal. Was war das? Und wie schalte ich die aus? Hä? Wie schalte ich die denn aus? Okay. Ich weiß, wie man sie ausschaltet. Habe ich das jetzt richtig? Nee, habe ich nicht. Ich habe vorher abgebrochen. Wow.
Und frage ich mich jetzt, was so schwer daran war. Warum das denn seine Ingenieure nicht hingekriegt haben. Mann, Mann, Mann. Die Geschütze sind bereit für die Umprogrammierung. Ein Hoch auf den Imperator! Ich schulde euch noch weit mehr als meinen Dank. Das Ingenieurkorps wird euch für eure Dienste reichlich entschädigen. Jetzt werden diese Rebellen sich wünschen, Teil des glorreichen Imperiums zu sein. Ja, gut. So, da haben wir wieder eine Quest erledigt und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop,